So, es sind noch ganze 2 Tage bis Weihnachten. Und heute geht's mal wieder los mit dem Endspurt vom Science-Kalender. Und heute gibt's auch mal wieder ein cooles Experiment. Alle, die Breaking Bad gesehen haben, werden das jetzt, was wir tun, wahrscheinlich feiern. Denn heute stellen wir Crystal Meth her. Und nicht nur irgendeins, sondern das geilste Crystal Meth von Heisenberg persönlich gekocht. Wie das geht, zeigen wir euch jetzt. Ihr braucht als Hauptzutat weißen Kandiszucker, weil wir zeigen euch natürlich nicht, wie ihr mit Phenylaceton und Methylamin hier echtes Crystal Meth kocht. Also, wie gesagt, weißen Kandiszucker gibt es in jedem Supermarkt. Dann braucht ihr noch diese Tütchen, wo der jetzt hier gerade drin ist. Und ihr braucht irgendwelche Lebensmittelfarbe. Das kann eine sein aus jedem Supermarkt. Sie muss nur in flüssiger Form sein, weil es mit festem Pulver nicht funktioniert. Dann nehmt ihr euch den groben Kandiszucker aus der Verpackung. Macht ihn in ein etwas kleineres Tütchen und zerschlagt ihn. Dann sieht das ungefähr so aus. Und jetzt macht ihr da noch etwas Lebensmittelfarbe rein, wie wir es gemacht haben, und schüttelt das ordentlich durch. Dieses Schütteln kann jetzt eine Weile dauern, weil jetzt muss ich die ganze blaue Lebensmittelfarbe mit jedem einzelnen Kristall bedecken und das geht eine Weile. So, und wenn ihr dann nach 10 Minuten fertig seid, sieht das dann ungefähr so aus. Und jetzt habt ihr schon so ziemlich das Endprodukt. Jetzt könnt ihr das noch in so kleine, coole Drogenpäckchen hier verpacken. Und dann seid ihr quasi auch schon fertig. Wenn ihr das nicht blau wollt, könnt ihr das einfach weiß lassen und in diese Päckchen füllen. Das war's jetzt mit How to Meth herstellen. Wenn es euch gefallen hat, schaltet morgen wieder beim 23. ein und auf jeden Fall bei unserem etwas größeren Weihnachtsspecial am Heiligabend. Bis dahin, macht's gut und tschüss!